Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Wir sehen ja auch gerade im Hintergrund bei dir, sieht man ja schon das neue Safety Car. Wir haben uns auch, können auch hier nochmal zeigen, vielleicht mal einen kurzen Satz dazu. Was ist in, übrigens tolle Bilder, du hast es ja bei dir auf deiner Instagram-Seite auch gepostet. Die sehen schon richtig, richtig flott aus. Um eine Frage auch von den Zuschauern mit aufzunehmen, lieber Mercedes oder Aston Martin? Ja, das ist immer ein bisschen unfair. Klar, wir haben jetzt dieses Jahr bei Mercedes-AMG ein neues Safety Car und ein neues Medical Car gebaut. Das ist einmal der GT, der AMG GT Black Series und der da hinten sieht man jetzt auch das Medical Car noch, der GT 63S von AMG. Zwei wirkliche tolle, super Autos. Der Black Series für die Rennstrecke gebaut, entworfen mit dem ganzen Aero-Kit, 730 PS. Man hat jetzt den Lichtbalken mal wegbekommen. Man hat dann die vordere Lichter oben, sieht man auf dem Bild jetzt auch hinter mir ganz gut, in die Leiste oben an der Frontscheibe reinbekommen. Und die Lichter nach hinten hat man unterhalb vom Flügel angebracht, sodass auch wirklich die Aero arbeiten kann. Beim Medical Car ist man jetzt auf den Allrad gegangen, auf den GT 63S, nur ein Beispiel, 639 PS, Allrad, also auch für den Einsatz als medizinisches Fahrzeug super perfekt geeignet, dass man, ich sage jetzt mal, selbst durch Kiesbetten durchfahren könnte, wenn man es muss. Und bei mir, sage ich mal, liegt man jetzt wirklich schon im absoluten Supersportwagenbereich, was natürlich auf die Rundenzeit immer noch drauf zu kalkulieren ist, oder das kann man nicht vertuschen. Wir fahren ja Straßenreifen, also unsere Räder müssen sowohl bei 40 Grad Hitze wie auch bei Regen funktionieren. Wir können nicht wechseln. Und das ist natürlich, wenn man da jetzt einen Semi-Slick drauf machen würde, dann wären wir gleich nochmal 5, 6, 7 Sekunden pro Runde schneller. Aber wo Safety draufsteht, soll auch Safety drin sein. Ich will hier kein Rennen gewinnen. Ich weiß, welchen Job ich einhalten muss. Und das wissen die Fahrer auch. Von dem her ist da ein Miteinander. Also wir kommunizieren miteinander und versuchen und nicht gegeneinander. Also da gibt es keine Anfeindungen oder sonst irgendwas. Ja, lass uns mal noch kurz ein bisschen... Kurz, ich einmal ganz kurz reingrätschen. Die Frage war vorher, welcher fährt sich schöner, der Aston oder der Mercedes? Stimmt, ja. Richtig. Ja, das habe ich jetzt... Also das Allerschönste finde ich jetzt bei den zwei Autoherstellern, die ich jetzt habe. Ab und zu fühle ich mich so ein bisschen wie Gottlieb Daimler. Ich komme aus der Geburtsstadt und darf einen Mercedes fahren oder einen Daimler fahren. Der AMG heißt, nach der Falderbach kommt. Also die Kombi finde ich phänomenal. Es ist ein super toller Sportwagen, neu, stärker, deutlich stärker wie der Aston Martin. Aber Aston Martin, die sind seit letztem Jahr dabei, ein ganz toller Brand, muss ich sagen. Es steckt auch ein AMG-Motor in dem Vantage unter anderem drin. Ist auch ein tolles Auto, aber ja, derzeit logischerweise nicht ganz so schnell wie jetzt der Black Series. Der hat 200 PS mehr und die kann man natürlich... nicht einfach so wegstecken. Aber es sind zwei großartige Brands, mit denen ich sehr, sehr gern zusammenarbeite und ja, die alles erfüllen, was wir im Safety-Car-Bereich brauchen. Jetzt hast du die Frage auch immer noch nicht beantwortet. Mercedes oder Aston Martin? Das ist jetzt unfair. Ich bin noch bei Mercedes unter Vertrag. Ich bin aber auch happy absolut mit dem Aston Martin. Also je nach Strecke. Ich glaube, in schnellen Strecken ist der Mercedes einfach geiler zu fahren, weil man einfach deutlich mehr Abtrieb hat. Auf so einem kleinen Kurs wie Monaco zum Beispiel, da geht schon so ein Aston Martin angenehm um die Ecke. Er ist einfach kleiner. Die GT-Fahrzeuge sind ja heutzutage so riesig geworden. Da tut man sich mit so einem kleinen Auto auf kleinen Strecken dann deutlich einfacher, sage ich mal. Ja. Und in Monaco oder Aserbaidschan, die sind ganz schön eng. Da gibt es einige Passagen, da fühlt man sich so ein bisschen wie ein LKW-Fahrer. Und wenn dann das Auto ein bisschen kleiner ist, geht es da einem auch dann dementsprechend besser. Also das war eine sehr diplomatische Antwort, kann man sagen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.